It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal mit einem ganz anderen Video, denn wir befinden uns nicht in FIFA. FIFA-Zeit, ihr wisst ja alle, ist ja jetzt so langsam vorbei. Und ja, im Juli ist ja Formel 1 2022 rausgekommen. Deswegen spielen wir hier ganz entspannt Formel 1 2022. Und wir werden heute mit einer Karriere beginnen, Einspieler-Karriere, und zwar mit unserem eigenen Team. In dem Fall haben wir die Möglichkeiten, dieses Jahr sogar anzufangen als Newcomer. Das heißt, man hat weniger Ressourcen, also seht ihr selber hier kaum Geld, und man fängt halt von ganz, ganz tief unten an. Dann gibt es die Möglichkeit, Meisterschaftskandidat zu sein. Da hat man natürlich viele Möglichkeiten. Ihr seht 10 Millionen und man fängt schon mit 16 Ansehen an oder Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das genau so. Ich glaube, Erfahrung ist das hier. Und halt schon alles auf Level 2. Womit wir anfangen, wir werden als Herausforderer im Mittelfeld. Das heißt einfach durchschnittliche Ressourcenpunkte. 5 Millionen haben wir zur Auswahl. Wir sind schon auf einem Level von 6. Und wir haben alles, glaube ich, so auf Level 1. Und man ist so dabei, sich sozusagen in Richtung Plätze unter den ersten 10 zu bekommen. Darum ist das relativ gut. So, wir machen natürlich auch eine komplette Saison. Das heißt, alle Formel 1 Rennen, machen eigene Einstellungen. Ich stelle die kurz ein, die Einstellung, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben die Einstellung getätigt. Haben eigentlich das ganze normale Programm gemacht. Ihr werdet dann so ein Gameplay sehen. Also die Comps können wir jederzeit anpassen. Die sind jetzt ungefähr bei 8. Die sind jetzt bei 80. Also schon schwer. Können sie jederzeit anpassen. So oft habe ich das Spiel jetzt auch noch nicht gespielt. Darum mal gucken jetzt. Wenn sie, können wir jetzt Icons, My Team Icons verwenden. Ja, will ich jetzt noch nicht machen. Genau, also Icons will ich noch nicht reintun. Icons halt, wie gesagt, so wie Michael Schumacher, Ayrton Senna und so weiter und so fort. Das würde ich halt jetzt noch nicht von Anfang machen. Finde ich irgendwie an sich ein bisschen blöd, wenn da schon irgendwie so die besten Fahrer da schon drin sind. Dann gehen wir rein. Als allererstes müssen wir einen Charakter auswählen. So. Wir wählen also unseren Fahrer aus. Ich habe da eigentlich immer mein normales Aussehen drin. Herkunft machen wir mal Deutschland. Es gibt ja relativ wenig deutsche Fahrer in der Formel 1, also das heißt wenig, 2. Diese Namen sind immer, finde ich, so voll blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem ist da nie ein Name dabei, der irgendwie sich gut, weil in Deutschen hört sich das halt alles doof an, seien Sie mal ganz ehrlich, guckt, hört euch das an. Der Eismann? Der Eismann, Digga, Iceman, ja, im Englischen, hört sich viel cooler an, sag ich so, wie es ist. Ich mache einfach jetzt hier, schwarze Mamba, passt schon. Meine Nummer, 13 wie immer. Rennanzug müssen wir auf jeden Fall noch wegdesignen, aber... Kümmern wir uns zuerst einmal um das Aussehen deines Fahrers. So, Kleidung und Geste. So, Helm, wir hatten ja schon den einen oder anderen. Sein eigentlich finde ich... den gar nicht so schlecht. Ja gut, der ist ja orange, das ist ja komplett hässlich. Ich mach einfach mal den hier und ändere hier mal die Farben ab. Gut, nehmen wir den Helm. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Außerdem fällt er auf. Anzug wählen. Ich glaube, dann nehmen wir so einen blauen einfach, weil unser Team wird blau sein. So viel kann ich ja schon mal ein bisschen verraten. Unser Team wird blau haben. Ich weiß halt nicht, ob das rot so passt. Also das Blau passt auf jeden Fall nicht. Dann müssten wir das hier kopieren und das hier einfügen. Jo. So sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Hier kann die Sättigung ruhig heller sein. Blau-weiß. Ja, ist jetzt nicht der schickste überhaupt, aber
glaube. Ist nicht so schlecht. So, wir hatten die hier. Darum machen wir gleich nochmal so. Und hier machen wir das auch nochmal weiß. Also, dann passt es auf. Ich meine, wir können ja jederzeit die Sachen ändern. Ein paar habe ich schon freigeschaltet, darum machen wir das auch mal kurz. Podiumgeste ist eigentlich relativ wumpe, was da ist. Eigentlich ist das sowas. Einfach nur ein paar Details. Okay, Boss, So. es wird Zeit, unser Team an den Start zu bringen. Zuerst müssen wir einen Teamnamen eintragen und ein paar wichtige Partner finden. So, jetzt kommen wir zu den Teamdetails, Trage eigentlich das zuerst einen Wichtigste. Namen ein. So, erstmal den Namen. Wir werden mal eine bekannte Name. Wir machen nämlich ein Comeback, nämlich BMW ist wieder zurück in der Formula Uno und Lass geht uns unter dem jetzt Namen unseren BMW Hauptsponsor Racing an für den die Start. erste Saison wählen. Genau, wir werden wieder BMW nehmen. Also was heißt wieder BMW nehmen? Wir nehmen mal Bei einigen BMW. Sponsoren gibt es eine größere Startsumme im Voraus. Andere zahlen höhere wöchentliche Beiträge. Je besser wir sind, desto schneller erhöht sich unser Anerkennungslevel, was uns mehr Sponsorengelder verschafft. So, wie ihr gerade gehört habt, gucken wir nach den richtigen Sponsoren. Ich gucke mir das jetzt mal an und dann bin ich gleich wieder da. So, wir haben uns unseren Primärsponsor geholt. Also ich finde das eigentlich nicht schlecht. Moon ist das nämlich. Verdiene während einer Saison 25 Konstrukteursmeisterschaftspunkte. Ich glaube, das sollten wir hinbekommen. Wir kriegen einen Zielbonus von 6,08 Millionen. Klar, es ist weniger als jetzt hier. Aber hier müssen wir auch Sechster werden. Könnte man auf jeden Fall schaffen, klar, aber. Ha, aber wir kriegen ein wöchentliches Einkommen von 404,8K. Das ist schon nicht schlecht. Und wir kriegen als Unterzeichnungsbonus schon 4,8. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Sümmchen. Darum nehmen wir diesmal Ohne Moon. Triebwerk kann unser Chassis schlecht fahren, also kümmern wir uns erstmal darum. Ein So. stärkerer und verlässlicherer Motor ist natürlich besser, aber pass auf, dass du nicht unser ganzes Geld ausgibst. Wir brauchen noch etwas für Personal und Einrichtungen. Die Motorenhersteller versorgen dich im Laufe der Saison auch mit kostenlosen Verbesserungen. So, und dann kommen wir zu den Motoren. Sind ja nur vier, die dabei sind. Einmal Renault, einmal Red Bull, einmal Ferrari und einmal Mercedes. Hier unten sieht man die Strapazierfähigkeit, was so viel heißt natürlich, wie viel das Ding aushält und die Performance, wie gut er ist. Sieht man ganz klar natürlich, dass der Renault von der Performance am schlechtesten ist. Red Bull und Mercedes sind so ganz gut in der Mitte und Ferrari ist von der Performance her der Beste. Bei der Strapazierfähigkeit ist es dafür, dann ist der Ferrari am schlechtesten und halt hier die Mercedes das Nonplusultra. Ich entscheide mich aber dafür, eigentlich BMW normalerweise alles selber, normalerweise. Ich glaube nicht, dass sie was mit Mercedes zu machen haben, aber wir werden uns mal für Red Bull entscheiden. Aber auch einfach nur deswegen, weil er von der Leistung her sehr gut ist und halt von der Strapazierfähigkeit auch sehr gut ist. Und es ist, glaube ich, so ein guter waagerechter Motor, der auf jeden Fall nicht schlecht ist für die erste Ohne Saison. einen zweiten Fahrer wären wir kein richtiges Team. Also lass uns einen Teamkollegen anheuern. So, hier rechts sieht man auch noch mal, dass wir noch 6,3 Millionen Das zur hier sind die Verfügung haben. Fahrer, die an unserem Team interessiert sind. Überprüf ihre Werte und such dir jemanden aus, der gute Resultate liefern könnte und den wir uns auch leisten können. Die Verträge werden regelmäßig erneuert. Das heißt, wenn nötig, haben wir genug Gelegenheiten, jemand anderen unter Vertrag zu nehmen. So, da wir das jetzt mal ohne Legenden gemacht haben, haben wir natürlich jetzt nicht nur Kai jetzt zum Beispiel jetzt kein Nico Hülkenberg oder so zur Auswahl. Wir haben jetzt hier nur die so Talente halt aus der Formel 2. Den Tickturm zum Beispiel, auch ein Verschorf, Armstrong, Whisker, Lundgaard, Beckmann, De Leder, gut, den kenne ich jetzt überhaupt nicht. Aber natürlich jetzt nicht alle gerade die große Erfahrung. Wir gucken mal. Wieso alle weit hinten landen. Darum nehmen wir einfach Ja, diesen Tickturm. Motorenhersteller und diesen Teamkollegen können wir uns leisten. Wenn du zufrieden bist, kannst du bestätigen. Genau, dann nehmen wir den einfach mit und dann können wir bestätigen. Jetzt lass uns die Lackierung erstellen, die wir in dieser Saison verwenden. Wenn wir im Laufe des Jahres mehr Sponsorenverträge kriegen, können wir ihren Namen hinzufügen.
Und keine Sorge, im Hauptquartier kannst du unseren Look jederzeit ändern. So, ich hatte eigentlich ja schon das eine oder andere erstellt, darum müsste da was dabei sein. Genau, den hatte ich nämlich erstellt. Ja, annehmen. Ich kann dann die bearbeiten. Also das wäre dann unser BMW halt in Blau, Weiß und Schwarz. Ich glaube, das passt auch sehr gut. Persönliche Sticker, ich weiß nicht, was gibt's da? Da gibt es jetzt nichts Cooles. Darum machen wir einfach weiter. Jetzt müssen wir uns noch für ein Teamlogo und unsere Teamfarben entscheiden. So, Teamfarben. Ich glaube, Teamfarben sollte relativ klar sein. Das wird natürlich Blau. Das wird natürlich als zweite Farbe. Ups. Erst sollte ich rein. Ups. Ich glaube, Sättigung machen wir mal so. Genau. Und wir nehmen dann auch das Schwarz. Genau, und jetzt gucken wir mal, was so in die Nähe von BMW kommt. Also, eigentlich wäre es ja ein Kreis mit einem B drin. Ich glaube, aber ein B gibt es hier gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Also, wenn ich jetzt einfach nur hier so ein B nehmen würde, wäre cool. Ich spiele das auf der PS5. Ich meine, da kannst du jetzt nicht einfach mal irgendwas reinschieben oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, kann ich? Nee, es gibt halt kein B, ne? Ihr könnt ja einen Kreis nehmen und ein Logo, aber gibt es hier ein Logo, was annähernd dem von BMW endet? Eigentlich nicht wirklich. Eigentlich ist es ja ein Kreis und dann ist es ja dieses. Ich weiß halt nicht, wenn wir das so machen. Stil bearbeiten, ja. Und jetzt die Farben halt ändern auf einfach und das andere dann einfach weiß machen. Ich weiß, dann sieht es nicht aus wie BMW, nicht mal annähernd, aber oder die Frage ist, kann man den Hintergrund, wenn wir den Hintergrund, ja gut, den Hintergrund würde ich jetzt schwarz machen. So. Ja. Sieht zwar, sieht nicht annähernd aus wie BMW, aber ich glaube nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, es gibt halt leider kein anderes Wappen. BMW ist halt ein Kreis, das kennt ja jeder. Wenn es ein B geben würde, das wäre sick. Dann machen wir das so, dann geht's weiter. Das wäre alles. Was wir hier festgelegt haben, kannst du später wieder ändern. Und wir kommen am Anfang jeder Saison hierher zurück. Wenn du bereit bist, drücke weiter. Dann gelangst du zum Teamhauptquartier und wir können anfangen, uns an die Spitze der Formel 1 vorzukämpfen. Ja, und dann gehen wir mal auf weiter, so wie er es erzählt hat. Hallo Leute, willkommen zu dieser ganz besonderen Ausgabe von Paddock Pass. Wir sind hier im Hauptquartier des neuesten Formel-1-Teams und bekommen gleich einen exklusiven Einblick auf das, womit Sie den Sport bereichern wollen. Es ist immer spannend, ein neues Team im Feld zu begrüßen. Dieses Mal ist es jedoch etwas ganz Besonderes, da die Autos dieses Jahr völlig anders aussehen. Ja, die lange erwarteten neuen Reglements sind endlich da und mit ihnen beginnt eine neue Ära der Formel 1. Die Saison 2022 bringt einen Richtungswechsel in den Regeln. Mit den neuen Aero-Extras in Form der geschwungenen Front- und Heckflügel sowie den neuen attraktiven 18 Zoll Niedrigprofilreifen soll für spannendere Rad-an-Rad-Rennen gesorgt werden. Es stellt sich also die Frage, ob sich dieses Team diese Chancen zunutze machen konnte und sich vom Rest des Pulks absetzen wird. Das werden wir schon bald herausfinden, da die neue Saison in den Startlöchern steht. Aber sehen wir uns zuerst die Enthüllung des Autos an, bevor wir den Eigentümer dieses brandneuen Formel-1-Teams kennenlernen. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und die Chance, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wie Sie sich vorstellen können, habe ich eine Menge Fragen, also lassen Sie uns gleich anfangen. Es ist schon lange her, dass wir einen Teambesitzer gesehen haben, der selbst auf der Strecke fährt.
Und der Sport hat sich seitdem enorm verändert. Wie werden Sie die Aufgabe bewältigen, ein Formel-1-Team zu leiten und für das Team zu fahren? So, gucken wir mal, was wir so als Antwortmöglichkeiten haben. Ich muss zugeben, es war bisher harte Arbeit und das wird auch so bleiben, aber ich hätte diese Rolle nicht übernommen, wenn ich nicht an mich selbst und mein Team glauben würde. Leichte Aufgaben sind nicht wert, bewältigt zu werden. Ich lebe für Herausforderungen wie diese. Es geht hier nicht um mich, sondern um mein Team. Ja, ich glaube, das passt am besten. Dann nehmen wir das. Reden wir mal über Ihren Teamkollegen. Er ist natürlich begeistert, für Sie zu fahren. Aber verraten Sie uns doch, was er Ihrer Meinung nach dem Team zu bieten hat. So. Ich glaube, es war nicht gleich, jemanden dazu zu bringen, bei einem brandneuen Team zu unterschreiben. Und ich bin froh, dass jemand das Risiko eingegangen ist. Passt jetzt nicht wirklich. So, ich finde, die Statistiken sprechen für sich und man kann gewaltiges Potenzial erkennen. Ich glaube, das passt sehr gut. Sie haben offensichtlich viel Arbeit in Ihr Auto gesteckt. Wie glauben Sie, wird es sich auf der Strecke anfühlen? Ja, unsere Simulationsdaten sehen sehr gut aus, aber genau werden wir das erst wissen, wenn wir draußen auf der Strecke sind. Chassis ist unglaublich gut ausbalanciert. Und stark darauf konzentriert, Traktion am Kurvenausgang zu maximieren. Eins unserer Hauptziel war es, dafür zu sorgen, dass der Wagen so gut wie möglich reagiert. Das wird uns in den Kurven einen Vorteil verschaffen. Ja, ich würde das erst nehmen. Die meisten der anderen Teams haben jahrelange Erfahrung in der Formel 1. Wo denken Sie, haben Sie Gelegenheit für den nötigen Leistungszuwachs, um mit den anderen Autos mithalten zu können? Es wird nicht leicht werden. Nach dem ersten Rennen werden wir mehr wissen. Mit neuen Leuten, neue Perspektiven kann man neue Lösungen finden. Wir hatten uns eine einzigartige Möglichkeit, den Luftwiderstand zu reduzieren. Heutzutage sind die Motoren deutlich komplexer. Mit dem ERS-System sind wir auf mehrere mögliche Neuerungen gestoßen. Ich glaube, einfach das erste passt. Ich will jetzt hier nicht, keine Ahnung, den Letztendlich hängt Ihr Erfolg in dieser Saison davon ab, ob Sie sich gegen andere Fahrer im Kampf um die bessere Position durchsetzen können. Was hat Ihr Auto, das Ihnen dabei einen Vorteil verschaffen kann? Die Formel 1 ist nun mal kein einzelnes Rennen, sondern ein ganzes Saison mit ausgiebigen Stressors können wir Kurzstrafen und Fehlfunktionen vermeiden. Wir haben einen unglaublich leichten Boliden konstruiert, das hilft sowohl bei den Spitzengeschwindigkeiten als auch in den Kurven. Wir haben einen sehr stromlinienförmigen Boliden konstruiert und rechnen mit extrem hohen Spitzengeschwindigkeiten aus den Geraden. Braucht man Motorleistung, deshalb, ja, das passt eigentlich am besten. Und zum Schluss noch, wenn man bedenkt, wie viele Spezialisten für die verschiedenen Gebiete in ihrem Hauptquartier zusammenarbeiten, bei dem, was da auf sie zukommt, wer hat das größte Lob verdient? Auf welche Leute sind sie besonders stolz? Das weiß ich ja eigentlich prinzipiell jetzt noch nicht, da ich ja eigentlich noch nichts dazu gesehen habe. Ich nehme jetzt einfach mal die Strapazierfähigkeitsmöglichkeit, weil wir wissen ja, dass der Red Bull Motor schon sehr strapazierfähig ist. Darum nehmen wir das erste. Vielen lieben Dank, dass Sie sich hierfür Zeit genommen haben. Es war großartig, mit Ihnen zu sprechen und uns hier umzusehen. Wie gesagt, wir wissen das sehr zu schätzen. Und lieben Gruß auch an unsere Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. So, und dann sind wir angekommen hier drinnen. Vor dem ersten Rennen. Gehen mal ein bisschen durch. Hier haben wir die ganzen Einrichtungen, die wir jederzeit verbessern können. Seht ihr im Moment alle auf 1, außer halt die Strapazierfähigkeit. Die ist halt im Moment auf schon 2. Können wir jederzeit verbessern. Auch hier im Moment natürlich haben wir natürlich nicht dieses Geld, um das jetzt hier alles zu verbessern. Außer jetzt hier Qualitätskontrolle und so weiter. Das kommt alles nach und nach. Oh, wir stehen gar nicht mal so schlecht da. Wir sind vor Alpha Tauri, vor Haas, vor McLaren, Aston Martin und Racing. Und Williams. Racing, was soll ich sagen? Racing Point? Das wäre komplett los gewesen. Genau. So sieht das im Moment aus. Aber natürlich verbessern sich auch alle. Und wir können uns einen Sekundärsponsor holen. Den werden wir auch gleich dann holen. Machen wir ganz entspannt. Hier sieht man dann nochmal TikTok. Da läuft der Vertrag dann im Juli aus. Da können wir uns dann einen neuen holen. Der Fahrermarkt zeige ich auch mal einmal durch. Die ganzen Fahrer und natürlich die ganzen Free Agents, die hier dabei sind. Und wie gesagt, ich habe jetzt mal die Legenden weggelassen. Möchte es ein bisschen realistisch haben. Ich verstehe halt nicht, warum jetzt dadurch, dass die Legenden weg sind, Hülkenberg nicht dabei ist, weil der zählt ja jetzt nicht wirklich zur Legende, aber okay, naja, ist halt so. Wir werden bestimmt irgendwann noch einen besseren Teamkollegen finden, aber erstmal TikTok ist erstmal gar nicht so schlecht.
Mal gucken wir mal, was die Aktivitäten sagen. Ach ja, Aktivitäten können wir jetzt auch einbringen. Sieht man jetzt zum Beispiel eine Pressetour. Würde jetzt Geld kosten, würde aber auch für die Fahrer gut sein. Warenverkauf, Saisonvorbereitung, Schwerpunkt Aero, Chassis, Ressourcenpunkte. Wir nehmen jetzt erstmal das Fahrer, das Trainingslager ist gar nicht schlecht. Und dann machen wir noch. Das kostet Geld. Ja, doch, ich glaube, ich würde noch den Waren verkaufen. Dann kriegen wir noch ein bisschen Geld dazu. Und die ersten Nachrichten. Ja, die müssen wir uns jetzt nicht wirklich alle durchlesen. Und wir haben Ressourcenpunkte, die wir aus meiner Sicht gleich nutzen können. Einmal für Aerodynamik können wir es nutzen. Chassis, Antrieb, der relativ gut ist, und die Strapazierfähigkeit. Also da ist schon was. Was bietet man uns an? Erstmal Hinter- Unterbogen. Das sieht nicht schlecht aus. Ich will mal gucken. Und wir sind beim Unterboden relativ mittig, also da kann auf jeden Fall eine Verbesserung uns auf jeden Fall helfen. Duty, dann gucken wir uns gleich mal den Sponsor an. Ich suche mir da einen raus und dann geht's gleich weiter. Wir haben uns entschieden für Lupo Industries. Zielbonus ist bei 118.000 und wöchentliches Einkommen sind 81.000 mal oben drauf. Wöchentliches Ziel ist halt, schließe bei einem Rennen mindestens so den ersten 10 ab. Und das ist ja schon das, was wir auch erreichen wollen. Darum bestätigen wir die. Und dann haben wir unseren zweiten Sponsor bei uns neben Moon. Und dann fangen wir auch schon mal an, bisschen vorzuspulen. Jetzt haben wir schon mal die ersten Ressourcenpunkte bekommen nochmal. Das heißt, die können wir gleich auch wieder ins Auto stecken. Machen da die Motorhaubenverteilung. Die GCR ist zwar erst dann nach Saudi-Arabien fertig, aber die gibt uns auf jeden Fall schon einen guten, ordentlichen Boost nach vorne. Kommen noch eine Million oben drauf und wieder laufende Kosten und halt ein bisschen. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So, dann haben wir das mal schon mal gesehen. So, dann war es das erstmal mit der ersten Folge. In der nächsten Folge starten wir rein mit dem ersten Rennwochenende in Bahrain. Und dann geht es auch richtig los. Und dann wird hier auch ordentlich das erste Mal für den BMW in die neue Saison gestartet. Wir sehen uns und hören uns und tschüss.